willkommen bei Driftpassers TV. Ich bin Dominik Sieber und begrüße euch zu einer überheftigsten Spezialepisode, wie sie noch nie im schweizsprachigen Driftszene-YouTube-Format aufgenommen worden ist. Oh fuck, das war ein schwieriger Satz. Gut, und zwar machen wir heute eine Kostenaufstellung, was ein Drift-Event bzw. mein Driftwochenende auf den Franken genau gekostet hat. Und zwar ohne Spass. Ich habe 4 Tage lang für jeden behinderten Kaffee an irgendeiner blüttrigen französischen Raststätte habe ich die GoPro ausgepackt und bin wie so ein dummer Influencer umeinander gelaufen und dachte, Kaffee, 2,20 Euro. Ich werde es nachher sehen. So wird das Video ablaufen. Also wir machen dann hier im Ecken unten, machen wir dann so eine Summe, was das Event für mich gekostet hat. Wir machen da ein Beispiel von dem Grapery Factory Event, wo ich jetzt gerade davon zurückgekommen bin. Klar, man könnte jetzt sagen, ist ein grobes Event oder ein langes Event, 4 Tage, zum was kostet es Video draus machen. Aber Events sind mal so, Mann, das ist der Drift Life. Ich meine, alles, was weniger als 2 Tage dauert, ist kein Drift Event, sondern irgendein behinderter. Und es ist nun mal weit, man muss halt weit fahren als Schweizer. Ich meine, noch niemand von euch ist jemals im Nachbardorf gedriftet. Ich auch nicht. Das Grapery Factory hat in La Châtre stattgefunden. Das sind etwa 700 km von hier entfernt. Plus minus. Also ich denke, ich würde im Verlauf der Summe hier unten würde ich selber schockiert sein, wie teuer das mein Hobby ist. Wer will sagen, das ist scheiße. Wie teuer das mein Hobby ist. Gut, also, wir lassen hier unten einfach zum Cheddern. Anfangen tun wir mit meinem Airbnb. Da würde ich hier einblenden, nachher, so ein Screenshot vom Airbnb und was kostet hat vor 3 Tagen, weil ich und meine Freundin. Ah, fuck. Ja, easy. Weil ich und meine Freundin gönnen uns einmal Airbnb, weil wir nicht so hohe Geringverdiener sind wie die anderen blüterigen hohen Camper. Gut, also, wir starten einfach. Ich lasse die ganzen hektischen Szenen laufen. Wir schauen am Schluss die Summe an, was rausgekommen ist. Und ganz am Schluss würden wir noch ein Szenario machen. So quasi, was wäre, wenn ich den Service vom Auto, den ich vorher gemacht habe, wenn ich den mit reinrechne? Was wäre, wenn ich die ganzen beschädigten Teile mit aufnehme, die ich kaputt gemacht habe? An diesem Wochenende. Nicht irgendwie vorher oder so. Wo ich echt an diesem Wochenende kaputt gemacht habe und reparieren muss. Und was dann komplett kosten würde. Oh, ich denke, das wird nicht geil für mich. Anhänger habe ich gemietet. 150 Stutz für die 4,5, fast 5 Tage. Das ist Kollegenrabatt, klar. Und man könnte da eine ganze eigene Episode darüber machen, ob es sich lohnt, um einen zu kaufen oder mieten. Aber für mich ist das besser, weil ich habe keinen Parkplatz für so einen Sieg. Halber Tank Bus, 69,82. Nächstes Opfer. 63 Euro. Überteuert den Kaffee. Maut, 4,50 Franken. Hilfe. Klasse halt! Was kostet 3,90 €? Tomato Ball, Bro! Maut! Scheiß 28 Euro! Schon wieder 119! Schon wieder Maut! 4,20 €! Ah, wir sind noch gepostet, ich habe GoPro vergessen. Ja, man sieht es nicht. 59 Stutz. So viel fahren braucht viel Most. Topfen, Tami. Wieder 60 Euro. Maut. Ah, nur Kärtel ist gratis. Topfen, Tami, schon wieder am Tanken. Ich glaube, 90% von Drift Week Weekend-Ausgaben ist. Ist ein Benzin und Diesel, verfickte Scheiße. 40 Euro später. Kaffee, 2,20 €.
Mautstation Nummer 2317. 18. Oh, was will die Nutte von mir? 24. Burger King. 21 Euro. Mautstation 498.713. 28 Euro. Schon wieder Maut. 4,50 Maut. Wieder ein Kaffee, dass ich nicht verpenne auf dieser fucking Autobahn. Schon wieder getankt. 41 Stutz. Verklebt zu einer Saufrackputze. 5 Stutz. Ja, also Reifen habe ich jetzt im Nachhinein erst aufgenommen. Ich habe insgesamt 14 Stück gebraucht oder 16, bin mir nicht ganz sicher. Mit dabei waren 4 Stück neue Yoko Advance, 2 45-35er. Für die habe ich 150 Stutz gebraucht gezahlt. Die habe ich irgendwo geil abgegriffen. Dann habe ich 4 Cestino gefahren. Da tue ich euch schnell einen Screenshot rein. Die kostet irgendwo so um den 100er herum. Werden also nochmal 400 Stutz. Und die restlichen 6 oder 8 Reifen, die ich gefahren habe, die sind gebraucht gewesen. Also, es haben schon viel Profil gehabt, aber es sind gebraucht gewesen. Die haben irgendwo, von einem Daily von mir, den ich nicht mehr gebraucht habe, oder von Felgen, die ich mal verkauft habe oder so. Für die sage ich einfach eine symbolische Zehnernote pro Reifen. Tun wir die dazu. Ah, fuck! Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ist der Startplatz. Die Anmeldung für das Event von der Grippe Factory. Den hau ich gerade auch da drauf. Tabam! Also, die 783 Euro sind nach heutigem Währungskurs 850 Stutz. Gibt ein Total von 1994 Franken. Das sind 1841 Euro für die Deutschen und 1841 Euro für die Franzosen. Während 239.467 Yen oder sogar 968.003 südsudanesische Pfund, falls jemand in dem rechnet. Oder 221 Kebabs. Das ist meine Lieblingsrechnung, meine Lieblingswährung. Dann habe ich ja noch gesagt, wir nehmen noch auf, was kosten würde, wenn ich alles verrechne. Also, Nightfront, die habe ich nicht kaputt gemacht, ausnahmsweise. Aber schaut mal, das Rad ist nach rechts eingeschlagen. Und dann noch mehr. Also, mein Lenkgetriebe ist durch, da muss ich ersetzen, da ist des Todes verbogen. Da würde mir wahrscheinlich so um die 150 Stutz kosten, wenn ich es braucht irgendwo finde. Oder hoffe ich mal, dass ich es braucht irgendwo finde. Und dann habe ich noch irgendeinen hohen Achsschenkeladapter von meinem Parts by Max Kit. Habe ich auch noch geschlossen. Ich tue jetzt euch davon verschonen, um da rein zoomen. Keine Ahnung, was der kostet. Ich werfe jetzt mal irgendwie so einen 100er drin rein. Da wären wir schon bei 250 Stutz. Und der Rest ist eigentlich alles noch okay. Bis auf meinen hohen Carbon-Dowlack-Fender. Ja, den habe ich schon jetzt 3 Saison oder so gefahren, aber er ist ja gleich genau heute kaputt gegangen. Die Hälfte von 700 Stutz sind 350. Nehmen wir den halt auch drauf. Und cool ist, der hier. Ich weiß nicht, ob man den mit dem Wert beziffern, weil es ist eh noch ein bisschen Handarbeit. Da ist es irgendwo ein bisschen reingedonnert. Kann man aber vielleicht rausziehen und wenn der Kotflügel wieder am richtigen Ort steht, ich meine, Stoßstangen heben eh nie rein, oder? Ich meine, dann ist das wieder gut. Das kostet mich eigentlich nichts. Easy, also, wenn wir noch dazu nehmen, zu den 1994 Franken Event, wenn wir noch dazu nehmen, eben die Parts, die ich kaputt gemacht habe, am Karren, 250 oder 150 Stutz Lenkgetriebe, ein 100er von meinem Lenkwinkelkit, Ersatzteile, und dann sind es etwa 4,7. Mit dem Ölkühler vielleicht etwa 5 Liter, Modul 20W60,
22, 23 Stutz sind wir irgendwo wieder bei 110 Franken. Plus ein Ölfilter, 10er Note, sind wir bei 120. Da alles zusammen gibt gäbige 720 Stutz. Obendrauf heisst, sind wir total irgendwo bei 2714 Franken. Tschüss, ich muss über mein Hobby nachdenken. Also ich will jetzt niemandem das Driften ausreden. Und wie gesagt, die ganzen Service und so, die mache ich noch etwa jedes zweite Event. Also gibt auch für mich deutlich günstigere Events. Ich penne auch manchmal penne ich einfach in meinem Bus, anstatt dass ich mir ein Hotel oder Airbnb oder so nehme. Aber ich sage jetzt pro Tag Driften, ich glaube vierstellig. Vierstellig muss man glaube rechnen. Ich glaube nicht, dass du günstiger davon kommst. Auch wenn du irgendwo plus minus in der Nähe bist. Und auch vielleicht, wenn es bewässert ist. Ich denke, 1000er am Tag fahren. Nicht am Tag reisen oder so, aber am Tag fahren, abgerechnet. Ich glaube, da trifft es recht gut.